Dann schließe jetzt deine Augen und konzentriere dich ganz auf dein Innerstes. All das, was gerade von außen noch wichtig war, verblasst langsam und du erkennst, das Licht der Seele. Du erkennst das Licht deiner göttlichen Flamme. Und mit jedem Atemzug beginnt deine Flamme zu leuchten. Und du spürst die Liebe. Du spürst den Frieden und das Licht. Und je mehr du dich auf dich selbst konzentrierst, desto ruhiger wirst du. Und das Innere nimmt an Bedeutung zu, dein Innerstes. Deine Seele und dein Herz werden fühlbar. Und auch die Stille in deinem Herz wird greifbar. Wie du es auch wahrnimmst, es ist der Frieden deiner Seele. Und wenn du nun beginnst, das Licht der Liebe in deine Seele, in dein Innerstes, in die Mitte deiner Selbst hineinzuatmen, beginnt sich deine Seele auszudehnen. Und in dem Moment ist es möglich, wenn du den Fokus darauf legst, deinen Seelenaspekt zu fühlen, vor dir befindet sich ein Energiefeld, es ist der Seelenaspekt. Und es ist möglich, den Seelenaspekt zu fühlen. Vielleicht nimmst du ihn wahr. Als helle Energie. Vielleicht nimmst du ihn wahr in Form einer Kugel. Vielleicht kannst du auch sehr viel Liebe fühlen. Spüre einfach in diese Energie hinein. Denn es ist dein Seelenaspekt. Und nun führe ich dich energetisch zu deinem Fähigkeitsaspekt. Es erscheint vor dir ein Energiefeld, welcher dein Fähigkeitsaspekt ist.
und es ist dir möglich, in dieses Energiefeld hineinzuspüren. Es kann sein, dass du viele unterschiedliche Energien spürst. Es kann sein, dass du spürst, wie der Fähigkeitsaspekt sich bewegt, pulsiert oder wie er ganz still liegt. Vielleicht kannst du auch die einzelnen Felder in deinem Fähigkeitsaspekt wahrnehmen. Denn jedes Feld steht für eine Fähigkeit von dir. Verweile ein wenig. Und fühle die Energien. Und nun führe ich dich zu dem Feld deines Engelaspektes. Er fühlt sich gleich ganz anders an. Du spürst die Energie der Wirklichkeit und die Liebe deiner Engel. Probiere, ob du erspüren kannst, ob dieser Aspekt eine Farbe trägt. Er schwingt in der bedingungslosen Liebe deiner persönlichen Engelgruppe, zeigt sich fein und zart. Und nun führe ich dich zu deinem Allmachtsaspekt. Groß und kraftvoll zeigt sich dieser Aspekt. Gefüllt mit Magie. Du spürst deine Schöpferkraft. Du spürst das kräftige Werkzeug. Nun führe ich dich zu deinem Christusaspekt. Spüre dein Christus selbst und spüre Jesus. Nehme die Energie wahr. Und spüre, wie es sein könnte, wenn Jesus dir jetzt die Hände reicht.
jetzt führe ich dich. Zu deinem körperlichen Aspekt. Spüre auch hier die Energie. Spüre, wie dein Körper früher ein Lichtkörper war und jetzt aus Fleisch und Blut besteht. Spüre die Möglichkeit der Zellerneuerung. So führe ich dich jetzt zu deinem weiblichen und männlichen Aspekt. Spüre die Energie. Spüre, ob du selbst ausgeglichen bist. Und komme in deine Mitte. So führe ich dich jetzt zu deinem hohen Selbstaspekt. Führe die Liebe von Jesus, von Shakti, von Melek Metatron. Spüre die enge Verbindung spüre, dass du ein Teil vom Großen und Ganzen bist. Jetzt führe ich dich zu deinem Ursprungsaspekt. Dort fühlst du die Energie deiner Ursprungseltern. Du spürst die Verbindung zu deiner Ursprungsfrequenz, zu deinem Sein, zu deinem Ist. Du spürst die Kraft und die Stärke. Und nun, geliebtes Licht, probiere, all deine Aspekte wahrzunehmen. Probiere das, all das im Ganzen wahrzunehmen. Spüre deine Größe, deine Seele, deine Merkaba. Und nehme dir ein wenig Zeit, diese Energien zu genießen. Denn all das, was du fühlst, das bist du. Das ist deine Matrix. Deine Seele. Deine Liebe.
dein Du bist. Die Energie ist gerade so hoch. Und wir bekommen goldene Tropfen bedingungsloser Liebe, welche aus dem Universum zu jedem einzelnen von euch getragen werden. Es ist das Geschenk des Alleinen, welcher heute die Energien getragen hat, welcher heute die Energie für uns gehalten hat. Es ist die Energie der bedingungslosen Liebe und des Lichtes, des ewigen Lichtes von Anna, welches dich durch jede Inkarnation geführt hat, bis zu diesem Punkt, wo du jetzt stehst, bis zu dem Punkt, wo du danach gefragt hast, was ist denn meine Seele? Was ist meine Merkaba? Was sind denn meine Aspekte? Es ist wie ein kleiner Schritt in das Erwachen, was dir heute übertragen wird. Es sind die goldenen Tropfen der bedingungslosen Liebe, welche dich heute die ganze Nacht begleiten werden. Und so wird diese Energie für dich wirken. Jetzt in diesen Momenten umgibt dich diese Energie. Sie trägt all deine Aspekte liebevoll. Sie heilt da, wo geheilt werden kann. Sie heilt da, wo du es zulässt. Es ist das Licht des Alleinen, welches dich stärkt, welches deine Matrix, deine Aura, deinen Lichtkörper zum Strahlen bringt. Es ist die Strahlkraft deiner Seele, welche jetzt unermesslich hell erleuchtet ist. Fühle, wer du bist, und fühle die ewige Kraft, die ewige Liebe deiner Seele zu dir, des Lichtes zu dir, denn du bist das Licht. Du bist der Träger des Lichtes. So nehme dir die Zeit, welche du benötigst, um in deiner Geschwindigkeit, in deinem Tempo,
so wie es gut und richtig für dich ist, langsam wieder in das Hier und Jetzt zurückzukehren. Und ich sage ein ganz, ganz liebevolles Ananascha zu euch allen. Die Energie ist so stark fühlbar, es ist unwahrscheinlich, also bei mir hier im Raum.